Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Exodus Box von EcoFresh. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Exodus von EcoFresh aus dem Jahr 2013. So sieht das aus. Wir haben hier eine schwarze Box. Oben lesen wir, drück auf Play, präsentiert EcoFresh Exodus. Und es erinnert sehr stark an dieses damalige Cover von Michael Jackson. Also wir haben hier EcoFresh, der hier hineinsieht in diesen, ja, in diesen Komplex, in diese Welt. Und die ist hier wirklich geprägt durch diverse Elemente, die ihn in seiner Karriere begleitet haben. Also hier oben haben wir zum Beispiel mal einmal einen Boxer, hat ja früher EcoFresh. Dann haben wir diverse Hip-Hop-Portale, die hier vertreten sind, also Toxic von hiphop.de, Vis-a-vis, damals ja noch bei 16 Bars, Nico von der Backspin und noch andere Personen. Dann haben wir hier unter anderem, also es wird wohl Biggie sein hier, dieser goldene Kopf. Das dürfte dann Bushido sein. Hier EcoFresh, dann sein damaliger Manager Thomas Stein. Junge mit einem Ghetto-Blaster. Also hier echt jede Menge Elemente seines Werdegangs. Hier unten haben wir noch einen FSK 12 Hinweis. Das ist leider kein Sticker, sondern wirklich aufgedruckt. Und hier unten lese ich dann noch Egg Pack. Also so nennt sich dieses, diese Box Egg Pack. Und was ich hier gerade noch entdecke, das dürfte wohl das Auto sein von der Stocker Crash Challenge. Auf der Seite lesen wir dann in goldener Schrift EcoFresh Exodus DVD. Unterseite schwarz, auf der rechten Seite lesen wir auch nochmal Interpret plus Albumtitel und oben ebenfalls glatt schwarz. Auf der Rückseite haben wir den Inhalt aufgelistet und zwar lesen wir hier EcoFresh, Exodus Egg Pack inklusive Soloalbum, Feature CD, Instrumental CD, DVD, Trikot in der Größe L und XXL Poster. Dann haben wir noch die Credits und einen Barcode. Gut! Das Ganze vom Boxdesign oder von der Gestaltung her unüblich, denn es ist eine relativ dünne Box, also so eine Papp, so eine dünne Kartonbox, die hier oben aufgeht. Und dann holen wir mal den Inhalt raus. So, von innen das Ganze in weiß. Relativ dünnwandig das Ganze. So, wir haben hier einmal das Poster. Dann das Trikot und dann natürlich den Hauptbestandteil der Box. Ich werde nochmal kurz das Poster hier, das Poster sage ich schon, das Trikot aus der Folie holen. Hier ist noch weiteres. Also das habe ich auch noch nie gesehen, dass es so eingepackt wurde. Ein Textil in einer Box. Wir haben hier wirklich ein Papier für innen, ein Papier für außen und das Ganze kommt dann auch noch in dieser Folie. Also das ist echt mal Endlevel von der Verpackung her. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Das Album an sich kommt in so einem speziellen, ja, Deluxe-Cover, in so einem Digi-Pack, aber entsprechend groß. Ich weiß jetzt gar nicht, wie diese Cover speziell heißen, aber die haben auch sicher irgendeinen Namen. Ich nenne es jetzt einfach mal großes Digipack Buch. Also drück auf Play, präsentiert EcoFresh Exodus, auch hier wieder der 12er. Auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist und zwar haben wir 21 Tracks auf CD1 mit Features von Ado Kojo. Ansonsten hier kein Feature mit dabei. Und dann haben wir die CD2, das ist die sogenannte Feature EP, 12 Tracks, das ist echt eine Menge, also würde ich gar nicht mal als EP bezeichnen. Die Feature EP mit 12 Tracks mit Top Features von Azad, Bushido, Crazy Bone, Farid Bang, Hussein Fatal, Nine, Cassidy, Shindy, CEO, Cuban Link, Summer Jam, Ado Kojo, Lil Easy, Massiv, Frauenarzt, Motrip, Ferris MC, Pillard, Alias und viel mehr. Also das ist echt mal eine Feature-Liste, die kann sich sehen lassen. Auch einige Amis dabei. Dann haben wir hier Instrumental CD, also CD3 und dann auch noch eine DVD
und diese beinhaltet dann Konzert, Videos und Interviews mit Echo. Barcode FSK 12, hier haben wir sogar die Angaben zur DVD, also die DVD dauert ungefähr 83 Minuten, also knapp 1,5 Stunden. Schön gemacht. Gut, dann hoppla, schauen wir mal hinein, hier kommen uns schon die CD entgegen. Machen wir nochmal kurz wieder rein, dass die hier nicht so lose durch die Gegend fliegt. So, also wir haben hier einmal wieder das Cover und dann haben wir hier zwei CDs. Und zwar haben wir hier einmal die CD Nummer 1. Das ist in diesem Fall die Album-CD Exodus, 21 Tracks, wie bereits vorgelesen. Und dann haben wir CD 2. Und das ist dann die Feature-EP mit 12 Tracks und unfassbar vielen Features drauf. Die werden hier schön in dieser Plastikvorrichtung gehalten. So, dann haben wir hier in der Mitte ein Booklet. Der berühmt-berüchtigte Echo Exodus. Okay, also würde mich echt interessieren, ob das eine Originalaufnahme ist. Ob Echo damals wirklich als Baby so ausgesehen hat, sieht ihm auf jeden Fall ähnlich. Oder ob das irgendwie im Nachhinein bearbeitet wurde, kann ich euch leider nicht sagen. Dann haben wir die gesamte Tracklist von Exodus. Und zwar haben wir hier die Tracks inklusive der Beteiligten, der Produzenten etc. Dann haben wir hier Echo Exodus, also das Cover von Nas Illmatic, abgekupfert. Ich glaube, ich habe die sogar hier irgendwo rumliegen. Sekunde. Kleiner Moment. So, ich habe jetzt das entsprechende Album nochmal kurz aus meinem Regal geholt. Und zwar, wenn wir uns nochmal kurz das Cover hier ansehen, von Illmatic, also von Exodus. So sieht das aus. Und das legendäre Album von Nas. Also ich glaube, die Parallelen sind nicht zu leugnen. Schön gemacht auf jeden Fall. Dann haben wir hier weitere Seiten, weitere Tracks. Hier wurde auch nochmal das Cover von Snoop Dogg genommen und abgewandelt. Ich glaube, das war das Album Doggy Style, wenn ich mich nicht irre. Okay, und dann haben wir auch noch Blueprint von Jay-Z. Das habe ich auch noch da. Und zwar, Sekunde. So, also, das ist Blueprint von Jay-Z. Und das, dann das Gegenstück von Echo Fresh Exodus. Also man hat hier wirklich einige der bedeutendsten, der größten Ami-Releases aller Zeiten hier entsprechend nachgestellt. Gefällt mir richtig gut von der Idee her. Dann haben wir hier die CD2, die Feature-EP. Also wir haben hier 12 Tracks und die Features habe ich euch großteils vorhin schon vorgelesen. Also sehr stark besetzt, 12 Tracks. Hier dann auch nochmals, das dürfte wohl dann Chronic sein, von Dr. Dre. Exodus, ja, das ist das Album von Recovery, Eminem. Dann lesen wir hier noch CD3, Instrumental-CD, Exodus DVD und Exodus Credits. Alles klar. Das Cover kenne ich auch. Ich bin mir nicht sicher, ob das T-Pain ist, aber das ist auf jeden Fall auch ein bekanntes Ami-Cover. Dann haben wir noch Werbung für Echo Beats. Und dann zum Abschluss lesen wir noch Exodus. Und dann haben wir hier die CD3 mit Instrumentals drauf. Die sieht dann so aus. Und dann haben wir noch eine DVD mit dabei. Die sieht dann so aus. Okay, dann machen wir das Ganze mal wieder hinein. An der Seite lesen wir auch wieder Echo Fresh Exodus. Das finde ich etwas schade, dass hier der 12er sogar auf dem Cover auf der Seite sein musste, auf der Rückseite. Aber egal. Gut, bevor wir zum Poster kommen, haben wir noch, bevor wir zum Trikot kommen, haben wir hier noch ein Poster mit dabei. Ja, XXL-Poster,
würde ich das jetzt vielleicht nicht bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall so ein Standardposter von der Größe. Wir haben hier links einmal Ecofresh sitzend abgebildet. Ecofresh Exodus sieht fast aus, als wäre das unterzeichnet, aber das ist hier aufgedruckt. Ups, da ist wohl die Polizei am Start. Und ja, dann haben wir hier nochmal das Cover von Exodus. So sieht das aus. Schöne Sache. Im Hochformat einseitig bedruckt, Rückseite blank weiß. So, und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box, wenn ich das Poster wieder zusammenbekomme, so, ich glaube, jetzt habe ich es geschafft, dann haben wir noch ein Poster, dann haben wir noch ein Trikot, so, jetzt aber, und zwar lesen wir hier einmal auf der Rückseite, Fresh 83 Echo Beats Icy Box, und auf der Vorderseite sieht das so aus, Fresh 83, drück auf Play. Schön gemacht, habe ich in einer Box auch noch nie gehabt, so ein richtiges Trikot, so ein Jersey. Der Kragen hier in schwarz-weiß gehalten. Wir haben es zu tun mit einem My 5 One Size. Echo Fresh Exodus Limited Collection by My 5. Okay, Größe steht jetzt hier gar nicht drinnen, aber wie gesagt, One Size dürfte L sein. Stand, glaube ich, auch auf der Box drauf. Und hier lesen wir noch 100% Polyester Machine 2. Okay, schauen Sie mal kurz im, bevor ich es vergesse, hier unten rechts haben wir dann noch hier Detailarbeit. Also das Ganze hier noch so aufgebügelt. Schauen Sie mal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Trikot mit dem weißen Streifen hier im Kragen eingearbeitet. Fresh 83, Echo Fresh lesen wir links, drück auf Play und dann hier My 5. Und dann haben wir hier unten noch diese drei Aufnäher, diese drei aufgebügelten Elemente. Sieht nicht schlecht aus, erinnert natürlich sehr stark an solche Football-Trikots oder Basketball, aber mich am ehesten an Football, kann man in meinen Augen gut tragen und ist auch eine Premiere, habe ich so in einer Box noch nicht gesehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Trikot in One Size bzw. Größe L, dann dieses Poster im Hochformat einseitig bedruckt und dann natürlich dieses Buch, dieses Spezial-Digipack mit dem Album an sich, 21 Tracks, plus dieser Bonus-CD mit 12 Feature-Tracks, plus der DVD und Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box Exodus von Ecofresh. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ecofresh unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.